Ich begrüße euch ganz herzlich aus dem ICE 519 hier auf der Strecke zwischen Bochum und Duisburg. Wir setzen uns mal direkt in den Führerstand rein, machen mal die Türen auch links auf. So. Sehr schön. Dann gehen wir einmal hier zum Schrank. So, LZB brauchen wir eigentlich nicht, aber ich habe es jetzt trotzdem angemacht. So, die Fahrgäste sind schon drin. Dann würde ich sagen, einmal noch die Scheiben abgedunkelt. Wir wollen ja nicht beobachtet werden. Dann einmal in die V-Soll-Freigabe. Genau, stellen wir das Ganze erstmal auf 40 ein. Beleuchtung im Zug schalten wir noch ein. So. Dann können wir die Türen zumachen. Wir sollen um 13 Uhr in Essen sein. So, dann gehen wir mal ins UD. Wir fahren nach München. Daher München Hauptbahnhof. Genau. Stellen wir das auch noch ein, dann haben wir soweit alles. Dann würde ich sagen, können wir die Bremse lösen und abfahren. Okay, also das Szenario, wir befreien uns mal. Und wir dürfen, was dürfen wir dann fahren? 120. Das Szenario ist vom guten Future. Das hier ist übrigens die Strecke nach Gelsenkirchen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und hier müsste irgendwo noch so ein Club sein. Bermuda-Dreieck heißt das, glaube ich. Genau, also das Szenario ist vom Future aus Trains and Community. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Das Ganze gibt es nicht zum Download auf der Konsole. Das liegt nämlich daran, dass hier noch unter anderem so eine weitere Mod hier vorausgesetzt wird für das Szenario, die es halt eben dann nicht geben kann auf der Konsole. Also es geht da darum, dass man hier noch so zusätzliche Portale und Wege hat, die Mod ist vom guten Taskplace. Ist auch verlinkt in der Szenariobeschreibung. Also wer im PC ist und das auch machen möchte, braucht auf jeden Fall auch diese Mod. So, dann würde ich sagen, mit 160 fahren wir jetzt mal in Richtung Essen Hauptbahnhof. Da sollten wir dann planmäßig ungefähr um 13 Uhr ankommen. Und um 13:11 Uhr oder 13:12 Uhr, glaube ich, stand in der Szenarienbeschreibung dann in Duisburg. Und da werden wir dann für heute Feierabend machen. Der Kollege übernimmt dann bis nach unten runter nach München. Spitzensignale, ja, machen wir normal. Führerstandsbeleuchtung brauchen wir nicht. Ja. Was haben wir hier noch? Die Zugbremse, Türsteuerung, Scheibenwischer. Das alles benötigen wir aber jetzt gerade nicht. Das Wetter ist bestens, so wie es auch aktuell draußen ist. Keine Wolke am Himmel.
und wir pflügen uns einmal hier durch. Das sieht eigentlich so ein bisschen aus, hat so ein bisschen was von so einem, von der Nebenbahn, oder? Also so richtig wirkt das nicht wie eine Hauptstrecke, aber ja. Einmal durch Wattenscheid, Entschuldigung. Ich finde es schön, dass hier noch dieses Piktogramm angebracht ist, dass man hier nicht rauchen soll im Führerstand. Dann haben wir noch 7 Kilometer, bis wir in Essen sind. Das passt soweit. Hier die schönen weiten Felder. Ja, das hat was. Hat auch halbwegs was Realistisches an sich. Also natürlich ist das in Realität nicht so karg alles, so wie es hier im TSW ist. Das ist ja durchaus ein großer Knackpunkt dieser Strecke hier. Eine vergleichsweise eher lieblos gestaltete Strecke, zumindest was so den Streckenrand angeht. Aber okay, die Strecke ist auch in Realität nicht besonders schön. Also Bochum-Duisburg ist keine Strecke, die in irgendeiner Form durch Schönheit glänzt, sondern tatsächlich viel eher dadurch, dass das Ganze halt diesen wirklich metropolartigen Charakter hat, dass man drei Metropolen hat, durch die man innerhalb kürzester Zeit durchfährt und das Ganze eigentlich auch mit extremst viel Verkehr. Was hier im TSW auch nicht so wirklich gut dargestellt ist, der Verkehr, der hier eigentlich auf der Strecke los ist. Das liegt aber eigentlich auch daran, dass halt unglaublich viel von dem Rollmaterial, das hier normalerweise unterwegs ist, auch fehlt. So, einmal mit der AFB runter. Genau, also super viel von dem Rollmaterial, was hier in Realität unterwegs ist, es fehlt halt im TSW. Also das sind dann zum Beispiel Flirt 3 XL-Züge. Die sind hier massig unterwegs. Die fehlen. Der Thales fehlt. Die Desiro HC-Züge fehlen in diesem Sinne nicht, weil stattdessen fahren halt hier die Dostos auf den Relationen. Also wir lassen jetzt einfach mal ausrollen, da wir gleich sowieso runterbremsen müssen. Gleich kommt nämlich die 100er Ankündigung und danach müssen wir schon halten. Daher bremse ich schon mal leicht. Da ist die Ankündigung auf 100 km/h. Und wir kennen das ja, hier in Essen wird man ziemlich über so eine ziemlich schräge Weichenverbindung mit einer viel zu hohen Geschwindigkeit drüber geleitet. Daher werde ich da auf jeden Fall deutlich weiter runtergehen mit der Geschwindigkeit als das, was man eigentlich fahren dürfte laut TSW. Und die Skyline, die sogenannte von Essen, erstreckt sich vor uns. Essen, neulich erst medial durchaus groß im Bilde gewesen, durch die gute RTL-Show Die Passion. Eine Show, die, sagen wir mal, euphemistisch sehr interessant war. Sie war anders. Aber ja, da hat man noch einiges dann von Essen gesehen, unter anderem den Essen Hauptbahnhof, der war auch dann im Hintergrund zu sehen. Ach, schaut an, wir fahren tatsächlich doch nicht über diese komische Weichenverbindung, sondern weil wir nicht auf Gleis 1 anhalten. Also hier, da würde man über so eine komische Weiche geleitet werden, sondern hier auf Gleis. Ah doch, Moment, das ist Gleis 2. Okay, dann ist das tatsächlich mit dieser Mod so, dass man tatsächlich nicht über diese komische Weichenverbindung geleitet wird. Denn normalerweise im Fahrplan, wenn man jetzt hier fahren würde, auf dem RE1 zum Beispiel, dann, naja, kann es jeder selbst nachvollziehen.
So, ich glaube, wir sollten erst um 13 Uhr abfahren in Essen Hauptbahnhof. Also von daher haben wir jetzt einiges an Zeit. Dann halten wir ganz gemütlich an. Und machen die Türen links auf. Sehr schön. Ja, dann gucken wir jetzt mal ein bisschen um. Okay, ja, wir haben ordentlich Zeit. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Hier vorne eine 406. Die habe ich ausgetauscht. Normalerweise ist in dem Szenario eine 403 eingeplant. Interessant finde ich, das wusste ich gar nicht, dass das mittlerweile funktioniert, dass bei den selbst erstellten Szenarien auch tatsächlich die Zugzielanzeigen funktionieren. Also zumindest für den Zug, den man selbst fährt. Auch wenn da steht jetzt Gleis 1. Das ist auch komisch, die Zugzielanzeigen, dass die hier in der Mitte stehen. Und das gilt dann für Gleis 2. Und hier für uns, wir stehen auf Gleis 1, ist das dann hier und hier steht aber auch nichts drin. Also ist die Anzeige hier praktisch für den Zug hier vorne. Also, verstehe ich nicht so ganz. Verstehe ich nicht so ganz. So, oh, Kundenstreckenkarte. VR Schienenschnellverkehrsplan. Ja, sehr schön. Der gute VRR. Der kompetenteste aller Verkehrsverbünde in Nordrhein-Westfalen? Nicht. Okay, jetzt sind wir hier auf Gleis 12. Das hier ist die S6, die fährt dann bis nach Köln. Fährt unter anderem über Essen-Kettwig und Essen-Werden und einigen weiteren Haltestellen. Kommt dann nach Düsseldorf und von Düsseldorf aus dann nach Köln. Ist übrigens eine sehr, sehr schöne Strecke. Zumindest bis Essen-Kettwig oder Kettwig-Stausee. Also schön, dass das Szenariobauer hier dran gedacht hat an die S6. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier vorne, das könnte die S1, glaube ich. Ne, das könnte auch die S9 vermutlich sein. Ja, wobei. Ah, weiß ich nicht genau. Vorne auf Gleis 7 fährt auf jeden Fall die S9 unter anderem in Richtung Essen-Borbeck. Ihr seht, ich habe ein bisschen Streckenkunde hier, bin ein wenig ortskundig hier. Hier auf Gleis 4 halten dann die REs und auch teilweise Fernverkehrszüge. Ich glaube, der Thales hält hier auch. Und hier vorne sind wir auf Gleis 1. Okay, dann rennen wir mal nach vorne. Wir können auch einmal durch den Zug durchrennen. Dann haben wir den auch mal von innen gescheit gesehen. Wir fahren nach München. Hier vorne das Familienabteil. Auch nicht schlecht. Saß ich noch nie drin. Hab ich auch noch nie gesehen. Leider, das Bordbistro zu. Ja, Sie können jetzt hier lange warten auf Ihr Essen, ne? Schade, dass die Displays nicht funktionieren. So, dann laufen wir einmal außen rum. Oh, wir müssen Türen zumachen. Okay, wir setzen uns hin. Türen links zu. Okay, genug Fotos gemacht. Bremse lösen. Und auf geht's. Also ich muss immer wieder sagen, der Sound vom ICE, allererste Sahne.
vorne Gebäude der Postbank, ehemaliges zumindest. Und das hier von DB Schenker. Das ist auf jeden Fall recht gut nachgebildet, muss ich sagen. Auch wenn der Bereich hier unten direkt am Bahnhof ja nicht wirklich was mit Essen zu tun hat, aber hier wenigstens die beiden Gebäude sind da und ansonsten fehlt halt ganz, ganz, ganz viel von der Skyline von Essen. Also wirklich extremst viele Gebäude, markante hohe Gebäude hier im Hintergrund fehlen. Ja, Sifa. Das habe ich schon mal erwähnt, hier dieser Schlot, der ist realistisch, der steht auch da an dieser Stelle. Genauso wie der Fernsehturm da hinten. Auch das passt sehr, sehr gut. Hier vorne das Stellwerk, das Ausbesserungswerk von Essen-Waldhausen heißt das, glaube ich. Das ist ein bisschen falsch, weil normalerweise ist nämlich das Stellwerk so 2-3 Meter weiter unten als die Hauptstrecke hier vorne. Dass die das nicht mit drin haben, ist sehr schade, aber ja, gut. Das ist dann halt so. Okay, dann geht's jetzt hier vorne an Essen West vorbei. Genau, das hier ist der Bahnhof von Essen West. Das Bahnhofsgebäude ist ganz gut nachgemacht. Das ist wirklich nicht schlecht. Ja, guck mal, die Straße ist noch halbwegs okay. Hier fährt normalerweise eine Straßenbahn übrigens. Der Parkplatz war auch da und an der Eissporthalle sind wir gerade vorbeigefahren. Hier vorne dann der Bahnhof von Essen-Frohnhausen mit den Gleisen hier unten. Die gehen dann runter nach Richtung Essen-Borbeck. Da haben wir ein paar Meterchen Gleis. Da waren wir auch schon mal auf den Gleisen unterwegs, tatsächlich mit der 204 in einem Szenario vom lieben Tom. Hier, das sind die Gleise. Aber da hinten ist halt nichts mehr ausgestaltet. Da geht es dann Richtung Borbeck Süd, Essen-Borbeck. Und von da aus geht es dann weiter in Richtung dem nicht allzu schönen und absolut nicht empfehlenswerten Ort Bottrop. Da muss kein Mensch jemals hin. Das könnt ihr mir glauben. Wenn ihr noch nie in Bottrop wart, macht das nicht. Seid stolz darauf, nicht in Bottrop gewesen zu sein. Steht unter anderem das Tetraeder. Ein Landmark von Bottrop. Das einzige vielleicht von Bottrop. Kann man auch tatsächlich von hier aus gut erkennen in Realität. Also wenn man hier jetzt einfach runter gucken würde, dann könnte man das erkennen am Horizont, aber das ist jetzt hier nicht simuliert. Es ist halt auch sehr weit weg. Also jetzt für TSW-Verhältnisse schon recht weit weg. So, dann sind wir jetzt gleich hier schon an der Außengrenze zum Mülheim. Mülheim an der Ruhr. Schon wieder habe ich hier eine Zwangsbremsung bekommen, ne? Ich habe die 130er-Ankündigung nicht gesehen. Ja, okay, da hat mich der Geschwindigkeitsprüfabschnitt abgeschossen. Ja, okay, das war definitiv meiner. Den Bock habe ich geschossen. Ja, da war eine 130er-Ankündigung, die habe ich jetzt nicht gesehen, weil ich in der Außenansicht da kurz war, um über Bottrop zu sprechen. Seht ihr? Das war einfach das Unglück, das Bottrop gebracht hat. Da war ich gar nicht schuld an dieser Zwangsbremsung, sondern Bottrop war schuld. Einigen wir uns darauf. Okay, gut. Haben wir. Sehr gut. Da kann ich jetzt nämlich gar nichts für. Schade, dass die Oberstromanzeige hier nicht funktioniert.
So, hier die 100er Ankündigung. In Mülheim müssen wir, glaube ich, nicht halten. Nein. Was uns, glaube ich, nicht entgegenkommen wird, ist die Baureihe 101. Die wird nämlich nicht vorausgesetzt als Payware für das Szenario. Das ist sehr schade, aber naja, dann ist das so. Ich glaube, was vorausgesetzt wird, ist Hauptstrecke Rhein-Ruhr, na ist klar. München-Augsburg und die Main-Spessart-Bahn. Mehr war da, glaube ich, nicht. Und vielleicht Köln-Aachen. Ja, wobei eigentlich nicht. Aber hat ja eh jeder von da. Es ist auch egal, ob es nun vorausgesetzt wird oder nicht. So, ab hier dürfen wir dann wieder 130 fahren. Ja, das ist das Stadtbild von Mülheim hier. Hat ein bisschen was von Gelsenkirchen. Während wir hier an Mülheim Stierum, glaube ich, hier vorbeifahren. Ist das Stierum oder ist das West? Nee, das ist West. Oder? West. Jetzt gleich fahren wir hier an dem Rangierbahnhof vorbei, hier mit diesem recht markanten Stellwerk, das mal vor ein paar Jahren gebrannt hat, hier. Großer Stellwerksbrand. Da war die ganze Strecke hier zu. Und zwar über mehrere Wochen hinweg. So, das ist jetzt Styrum. Hier hält, glaube ich, die S. Die S3 glaube ich auch. Wobei ich weiß nicht, ob die S3. Nee, ich glaube, die S3 fährt nur bis West, kann das sein? Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hält die S1 dort in Styrum. Also war das vermutlich die S1. So, dann geht es jetzt gleich einmal über die Ruhr. Da hinten, das ist die Strecke aus Oberhausen. Und hier fehlt am Horizont, irgendwo hier vorne so in dem Bereich, fehlt definitiv ein Windkraftwerk. Eine, wie heißen die Dinger noch gleich? Eine Windturbine? Irgendwie sowas. Windrad. Windrad. Hoch. Oder ist das die Ruhr? Was war denn jetzt? Habe ich schon wieder was übersehen, ne? Ja, okay. Ich war zu schnell. Ich habe. Ah, okay. Es galt 140. Ich war mit 150 unterwegs. Okay, wir schaffen es nicht mehr pünktlich um 13:11 Uhr anzukommen, aufgrund meiner nicht vorhandenen Skills und Kompetenzen. So, Nullstellungszwang. Einmal runter mit dem Fahrschalter und Leistung wieder aufschalten, obwohl es hier ein bisschen bergauf geht. Können mal den Sander benutzen.
muss sagen, mit diesem beleuchtet-bläulichen finde ich das ein bisschen schöner hier. So, hier geht es einmal drüber über die Afirsisch. Und hier diese Brücke hier vorne, einer von diesen beiden Brücken, das war ganz, ganz schlimm. Hier hat nämlich mal ein LKW-Fahrer, der, glaube ich, angetrunken war, ist praktisch mit seinem LKW verunfallt und ist dann, glaube ich, hier irgendwo oder da gegen geknallt. Und die ganze Brücke hat gebrannt. Und dementsprechend musste die Brücke abgerissen werden und neu gebaut werden. Und das hat monatelang zu schlimmsten Verwerfungen im Fahrplan geführt. Also erstmal war die Strecke teilweise, glaube ich, komplett gesperrt. Dann wurde nach ein paar Wochen wurde die Strecke dann auf irgendeinem anderen Gleis freigegeben. Dann wurde da mal irgendwie so eine Behelfsbrücke eingebaut. Ich weiß nicht, ob die immer noch steht oder wieder abgerissen wurde und ob jetzt schon das Endprodukt da steht oder nicht, aber auf jeden Fall alles wegen eines betrunkenen LKW-Fahrers oder angetrunkenen LKW-Fahrers. Und ja, sagen wir mal so, die PendlerInnen in Nordrhein-Westfalen, hier im Ruhrgebiet, waren nicht allzu dankbar darum. Das Streckennetz ist sowieso schon überlastet genug hier. Da hat das natürlich zu noch mehr Unmut und Missmut und jegliche weitere Form negativen Muts geführt. Also, was lernt man daraus? Erstens, lieber Zug fahren statt auf einem motorisierten Vehikel, das einen Verbrennungsmotor hat. Und zweitens, wenn man schon Auto oder LKW fährt, dann idealerweise nicht mit Alkohol im Körper. So, schaut euch das mal an, wie schön voll der Bahnhof hier ist. So, 500 Hertz Magnet, jawohl. Und da vorne ist das rote Signal. Wir fahren ganz vor bis zum Signal. Lösen wir nochmal die Bremse aus. Und hier vorne ist das Haltesignal, beziehungsweise die Haltetafel. Okay. Was man hier nicht übersehen darf, ist dieses Zwergsignal hier vorne. Das könnte einen nämlich ziemlich schnell abschießen. So, was haben wir noch? Gucken wir uns einmal noch hier um. Also da vorne eine 146. Da sind wir, eine 422, eine 425, nochmal eine 146 und Dostos und ein ICE 3. Der hat ein bisschen Verspätung. Wie kann das sein? Der hätte uns vermutlich entgegenkommen müssen, ne? Naja, TSW hat halt manchmal so seine Marotten, aber es wäre ja nicht der TSW, wenn es nicht so wäre. Gut, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.